Wir haben heute eine ganz große Veranstaltung auf einem ganz tollen Schiff, die für uns praktisch die Grundlage für unsere Zukunft ist. Es geht nämlich um unsere Werte, um ganz viele Werte. Ja, bei uns ist es absolut so, dass wenn wir auch im Recruiting nach neuen Leuten gucken, dass wirklich der Test von den Werten über allem steht. Und wir sagen nicht einfach, Mensch, super, kann toll rechnen, nehmen wir, mögen wir zwar nicht, passt zwar nicht zu uns, aber Hauptsache, wir haben jetzt jemanden, der rechnen kann. So wird es nicht laufen. Ziel des Tages und auch der Zweck der ganzen Übung heute war ja, dass die einzelnen Mitarbeiter das aufladen mit tatsächlichem Geschehen. Also, dass man eben nicht nur eine Phrase da hängen hat, sondern dass man direkt auch sieht, was bedeutet das für jeden morgen früh um 9 Uhr, jeden Tag von heute an. Einer unserer Werte, das ist natürlich naheliegend, ist immer den Urlaub an erste Stelle zu stellen. Holiday Check hat mich immer so fasziniert, weil die aus so einer ganz anderen Ecke in die Touristik kamen, nämlich über Bewertungen, nicht so als dieses klassische Verkaufsportal, sondern wirklich von Urlaubern für Urlauber. Ein Beispiel ist im Service Center, wo unsere Reiseverkehrskauffrauen und Männer Urlauber beraten. Und die sollen den richtigen Urlaub für den Kunden, für den Urlauber finden und an allererster Stelle den, der passt. Und es muss nicht der sein, mit dem wir am meisten Geld verdienen. Wenn jemand über seinen Job erzählt, egal was es ist und egal was er macht, er kriegt leuchtende Augen dabei und du merkst, er redet schneller, er redet intensiver, er hat einen anderen Ton drauf, dann ist das genau das. Dann ist das genau das, was derjenige möchte. Und dann weißt du eigentlich zu 100%, der setzt sich total dahinter, klemmt sich dahinter, um das zu erreichen. Und das ist dann das, wo man sagen kann, der liebt, was er tut. Ich glaube, wir müssen sehr mutig sein. Wir wollen nicht ein MeToo-Produkt sein. Wir wollen auch was Neues, Innovatives entwickeln. Und das bedeutet nämlich, dass man auch mutig sein muss und auch ab und zu mal was versuchen muss, was einfach vielleicht auch in die Hose geht. Etwas anzusprechen, was keiner ausspricht, Dinge zu verändern, die keiner verändern will. Das ist nicht einfach. Wenn du der Einzige bist von 10 Leuten, der aufsteht und sagt, das passt nicht, dann musst du mutig sein. Und das finden wir großartig. Also für mich ist das Energize Each Other ist am wichtigsten. Also sich gegenseitig Energie zu geben, Leidenschaft, jemanden mitzuziehen. Sich zu unterstützen, gegenseitig zu unterstützen, füreinander da zu sein, für den anderen erreichbar zu sein, sich gegenseitig zu motivieren. Nur wenn du Leute hast, die dann wirklich auch zusammenstehen und sich auch mal rausziehen, wenn es halt mal schwierig wird, mit denen kann man am Ende was hinbekommen. Die Firma hat mich so überzeugt und es hat mir so wahnsinnig Spaß gemacht zu arbeiten, weil ich tatsächlich ganz viel Verantwortung übernehmen konnte und Entscheidungen treffen konnte. Holiday Check ist ein echter Nährboden. Wenn man Dinge tun will, kann man die hier tun. Die kann man antreiben, da kann man Fans dafür gewinnen, da kann man Unterstützer dafür gewinnen. Und jemand, der sehr initiativ ist und der Dinge bewegen will, der ist, glaube ich, hier genau an der richtigen Stelle. Also ich empfehle jedem, der Lust hat, auch bei der Holiday Check Group mitzumachen, schaut euch die Werte an auf der Seite. Schaut euch an, was das für eine Company ist und wie wir sein wollen. Und überlegt euch, will ich auch so sein? Ist das was, was mich reizt? Und es hat überhaupt keinen Sinn, wenn ihr da die Hälfte von doof findet, dann macht das keinen Sinn. Da hat man keine Freude dran. Ja? Aber wenn es euch auch kickt, wenn es euch so kickt wie uns, dann ist das, glaube ich, ein super Umfeld. Und wir wollen Leute, die sich davon wirklich Energie geben lassen und die neugierig sind und die urlaubsorientiert arbeiten wollen, die eigenverantwortlich sein wollen. Und deshalb schaut euch die Werte an, schaut euch an, passt es für mich und dann reden wir.